Sterne machen Wünsche wahr. Wir wünschen uns, dass Mallow sicher und unversehrt den Weg zurück zu uns findet. Hey, Moment mal. Hey, der Wunsch da, der stammt ja von meiner Mama und meinem Papa. Katztastisch, begrüße ich euch zu einer neuen Folge von Super Mario RPG hier auf Katze. Unsere Reise geht weiter und wir fragen nach Rat bei Mallows Opa. Und da ist er auch schon. Hallo, mein Lieber. Redest du nicht mit uns? Ach so, okay, jetzt. Opi, sag, weißt du vielleicht etwas zu den Sternstücken, die wir finden wollen? Mallow, mein guter Junge, fürchte nicht. Bei mir findest du immer Rat. Es wurde ein gewaltig großer Stern gesichtet. Und zwar drüben auf dem Sternenhügel. Sehr interessant. Ja, der Sternenhügel scheint ein durchaus wahrscheinlicher Ort für Sternschnuppenfunde zu sein. Wundervoll. Freunde, lasst uns sogleich zum Sternenhügel aufbrechen. Das machen wir, Gino. Dankeschön, Opi. Dann geht es auch mal wieder direkt zurück Richtung Sternenhügel auf der Karte. Ja, wohin man muss, das sieht man tatsächlich immer auf der Karte. Denn das Ziel, das aktuelle Ziel, wird noch mit einer roten Flagge immer symbolisiert. Das werdet ihr jetzt hier gleich sehen. Ja, seht ihr da oben die rote Flagge? Also immer da, wo die rote Flagge auf der Karte ist, da geht die Geschichte weiter für euch. Sternenhügel. Oh, schön. Das ist ein schöner Ort. Mit so schönen Glitzersternchen. Okay, und was steht hier? Weg nach Ehelingen. Sprich mit der Blume und die Sternenpforte öffnet sich. Warum soll ich nach Ehelingen? Von dort komme ich doch erst. Und hier? Weg zum Sternenhügel. Ja, da muss ich schon eher hin. Und ui, durch das Berühren der Pflanze öffnet sich also das Sternentor. Dies ist der Sternenhügel. An diesem Ort gehen die Wünsche hernieder, die hoch oben auf der Sternenstraße zu Sternen wurden. Doch seit die Sternenstraße von Schmiedrich zerstört wurde, gerät auch hier alles furchtbar aus den Fugen. Nun fallen nämlich auch Wünsche hier herab, die noch überhaupt nicht erfüllt worden sind. Sie sind verloren. Weiße Quack erwähnt, dass er von einem Sternenstück auf diesem Hügel erfahren hatte. Halten wir Ausschau danach. Ich wünschte, ich hätte jetzt ein wenig Grillengelee zum Essen. Oh, das sind die Wünsche, genau, okay. Also die, ein Dieb. Die Sterne mit den Gesichtern, also diese Smileys-Sterne, das sind Wünsche, die wir anscheinend lesen können. Interessant. Was ist das für ein Biber? Ich wünsche mir ein Kind, das das Süßeste der Welt wird. Süß. Ich wünsche mir, bald eine Familie zu gründen. So schöne Wünsche. Was haben wir hier? Achtung. Na, jetzt. Ich wünsche mir, dass ich in Zukunft nicht mehr ständig weinen muss. Hey, das ist Privatsache. Hör auf, anderer Leute Wünsche zu spicken. Außerdem ist die Sternstücksuche viel wichtiger. Alle zählen auf uns. Wir müssen ganz schnell los. Hm, tut mir leid. Es ist nur so, dass mir mein Wunsch etwas, naja, peinlich ist. Das war also Mallows Wunsch. Er möchte in Zukunft weniger weinen. Er möchte, wenn man so möchte, emotional stabil sein. Weinen ist wichtig. Weinen gehört dazu. Für alle Menschen auf dieser Welt. Muss man nicht verbergen, muss man nicht verstecken. Aber man muss jetzt auch nicht wegen jeder Kleinigkeit heulen. Vor allem nicht logischerweise, wenn es kleine, unwichtige Sachen sind. Und vielleicht ist es ja bei Mallow so, dass wenn er mal kurz runterfällt und stürzt, dass er sofort weint. Das ist aber nicht so schlimm, sowas passiert mal. Da muss man nicht gleich weinen. Vielleicht ist es ja so. Kann man so oder so reininterpretieren. So, Ganoveling! Zack! Du bist ein starker Gegner. Oh, und deine haut ab. Bowser, let's go! Du musst ihn stoppen! Oh, wir müssen übrigens mal tauschen. Ich habe ja auch Prinzessin Peach, die ich ins Team aufnehmen kann. Bin mal gespannt, was sie so drauf hat.
Aber der Ganove, der ist schon echt stark, muss ich sagen. Immer diese starken Feinde. Jetzt haben wir es gemeistert. Zusammen mit unserem Super Bowser. Ein Level Up. Sehr schön. Da nehmen wir mal... KP. KP wird am stärksten verbessert. So, wie schon gesagt, wir machen noch den Tausch. Peach tausche ich mal mit Mallow. Dann habe ich so die neuesten Charaktere jetzt im Team. Also ein reines Mario-Team. Ja, Mallow und Gino gehören dazu, aber irgendwo sind die auch... Ja, keine so bekannten Charaktere kommen ja nur in diesem Spiel vor. Von daher, mal so. Aber wir tauschen immer wieder. Ich wünsche mir, dass ich mal richtig berühmt werde. Okay. Da haben wir einen Gegner. Da auch. Was haben wir noch so Schönes? Hier. Ich habe richtig Hunger. Ach, ich wünschte, ich hätte Futter. Das muss jemand sein, der sehr gerne isst. Deswegen auch dieses Rohohohoho. Also nicht jemand, der wirklich kaum was zu essen besitzt, sondern wahrscheinlich sehr, sehr viel isst. Oh, wow, ein Malmut. Das sieht ja interessant aus. Okay. So, dann nimm mal das. Ich hoffe, das hilft. Und der Gegner ist anfällig. Perfekt. Aber Peach, was kann die so? Ich bin gespannt. Angriff. Zack, zack, eine Ohrfeige verteilt, aber leider nicht so stark. So wie auch damals, als wir Bowser bekommen haben in Borstos Turm. Da war er ganz am Anfang leider auch nicht sonderlich stark. Das wird sich mit der Zeit ergeben. Ich wünsche mir, dass ich der beste Zuckerbäcker der Welt werde. Auch interessant. So. Da haben wir noch mehr von diesen Maulwürfen, Biber, Erdmännchen. Ja. Und noch ein Wunsch. Wir wünschen uns, dass Mallow sicher und unversehrt den Weg zurück zu uns findet. Sind das die Eltern? Hey, der Wunsch da, der stammt ja von meiner Mama und meinem Papa. Sie wünschen sich, dass ich nach Hause zurückkomme. Halt, keine Zeit für Tränen. Mama und Papa warten auf meine Rückkehr. Los, Mario. Lass uns nicht rumtrödeln, sondern losflitzen. Du sagst es, Mallow. Positive Einstellung. Trauern gehört dazu, aber dann wieder Kopf hoch. Und weiter geht's. Nicht aufgeben. Was haben wir hier? Ich wünsche mir, dass ich mal der beste Schatzjäger der Welt werde. Oh, wer könnte das sein? Vielleicht Kroko? Weil bei Kroko ist ja auch so ein Dieb. Weiß nicht, vielleicht ist es doch eine andere Person. Ich wünsche mir, dass ich... Ja, das habe ich schon gelesen. Und irgendwo scheine ich noch eine Blume nicht aktiviert zu haben. So, das muss die letzte sein, oder? Wobei, das Tor ist immer noch nicht offen. Vor allem gibt es ja nur ein Tor. Jetzt kam das Geräusch. Es gibt nur ein Tor, aber von dort komme ich doch. Also muss ich jetzt wieder zurück? Muss ich doch das Sternentor nach Ehlingen nehmen? Ich habe keinen blassen Schimmer. Wir werden es aber noch rausfinden. So, dann sind wir tatsächlich durch. Und das ist am Ende des Tages das einzige Sternentor. Und hier gibt es noch mehr Wünsche. Oh, wow. Okay. Oh, und da oben ist der Stern. Ich wünschte, ich könnte schneller rennen. Das sagt bestimmt Sonic. Sonic der Hedgehog. Da ist er ja. Der lilafarbene Stern. Und den kriegen wir einfach so. Ohne einen großen Endboss zu besiegen. Aber, großes Aber, wir haben ja in Borstos Turm nichts bekommen. Also keinen Stern. Von daher finde ich das eigentlich gerechtfertigt. Denn da geht es ja, oder ging es um die Rettung von Prinzessin Peach. Und das so im Nachhinein auf einer anderen Station. Der Stern, den wir dann bekommen dafür. Ganz wie ich vermutete, das Sternstück war tatsächlich an diesem Ort vom Himmel gefallen. Doch wo wollen wir als nächstes suchen?
ganz in der Nähe von hier liegt ein Städtchen namens Küstenstädt. Dort ist es einfach herrlich und sicher wird dort jemand einen neuen Hinweis geben können. Ja dann, auf nach Küstenstädt. Du hast es weit gebracht, doch das Abenteuer ist noch nicht zu Ende. Es fehlen noch 3 Sternstücke. Nun gut, dann geht es für unsere Helden natürlich direkt weiter. So, ich wünschte, ich könnte die perfekte Melodie komponieren. Das war auf jeden Fall todzart. So, gibt es hier noch mehr? Ich muss ja sowieso noch die Blumen hier aktivieren. Okay, ein Dieb! Ein Mammut und ein Ganofling. Und diesmal ist dieser Mammut ziemlich stark. Jetzt gibt es aber dafür den Superangriff von unseren 3 Helden. Mal gucken, wie das aussieht. Haben wir noch nie gesehen. Wow! Und da kam der Powerstern dazu. Sehr schön. Hat ordentlich Schaden gemacht. Aber unseren Mammut-Kumpel leider nicht besiegt. Ah, die kann Gruppen knuddeln. Süß. Also Peach ist eine Heilerin im Spiel. Sie ist dann wahrscheinlich angriffstechnisch nicht ganz so stark, aber super praktisch, um das Team immer wieder zu heilen. Vor allem mit Gruppenknuddeln, weil das nicht nur eine Person heilt, sondern tatsächlich das ganze Team. Demnach, da wir jetzt alle Charaktere im Spiel haben, wovon ich jetzt mal ausgehe, ist... Wow! Unsere Heilerin ist K.O. Oh, Menno. Ja, Bowser, Mario und Geno sind wahrscheinlich so die starken Angreifer. Und Mallow ist so eine Mischung aus Angreifer und Heiler. Also man könnte sagen, so der Supporter in diesem Rollenspiel. Und jetzt der Geno-Strahl! Gegen diesen starken Feind. Ein Schneesturm auf Weiher. Jetzt hauen wir nochmal auf den Putz. Der müsste jetzt besiegt sein, oder? Noch nicht ganz. Jetzt aber! Eieiei. Das war eine harte Nuss, oder? Medium-Pilz gibt es dafür. Sehr schön. So, hier haben wir noch einen Stern. Ich wünsche mir, dass mein Bruder Mario stolz auf mich und meine Hilfe ist. Ein Stern von Luigi. Wie schön. Gibt es Luigi im Spiel? Kommt er irgendwann vor? Naja, jetzt geht's hier raus. Oh, wir sind automatisch hier. Auf nach Küstenstädt. Oh weh, ich höre schon die Musik. Wie damals in Rosenrode. Was geht hier vor sich? Gehen wir mal in dieses Haus. Was machst du da? Dies ist das Gasthaus. Übernachtungen kosten nichts. Wow, danke. Wie Sie wünschen. Gute Nacht, alle miteinander. Und der guckt zu? Wie gespenstisch. Und jetzt geht er. Nachdem er gesehen hat, dass ich jetzt langsam wach werde. Okay, Küstenstädt ist auch irgendwie befallen von einem bösen Fluch. Wir müssen herausfinden, womit es, ja, Küstenstädt zu tun hat. Womit wir es hier zu tun haben werden. Okay, gibt's hier irgendwas Verstecktes? Keine Kiste? Okay. Dies ist, ja, wir sagen nochmal das Gleiche. Okay. Wie Sie wünschen. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. Tada! Warapapapapom! Küstenstädt, was macht ihr denn da? Okay, zu euch komme ich jetzt auch gleich mal. Erstmal hier. Was haben wir hier Schönes? Kaufen, kaufen. Bitte dies, bitte das. Aha, kann man hier was kaufen? Sieht ein bisschen leer geplündert aus. Kundschaft, Kundschaft. Bitte sehr. Bitte gleich. Oh, oh, wow, zu schnell gedrückt. Entschuldigung, nochmal. Was kann man kaufen? Ziesling-Keks. Giftpilz, eine Furchtbombe, eine Feuerbombe und eine Eisbombe. Na, ich habe jetzt so viel Geld ausgegeben im Hotel in der letzten Folge, dass ich erstmal Geld sparen werde. Ich kann ja nicht ständig alles ausgeben. Tief am Meeresgrund liegt ein Schiffswrack. Es gehört dem bösen Piraten. Wie hieß er noch? Sag mal, wie hieß denn der nochmal? Ach so, ja. Dem bösen Piraten Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Okay, Jonathan Jones. Ein Stern ist ins Meer gefallen. Womöglich hat ihn nun der böse Pirat, wie hieß er noch,
Wie hieß denn der nochmal? Jonathan Jones. Ah ja, genau. Der böse Pirat Jonathan Jones. Er ist ein schlimmer Finger. Jonathan Jones. Ist die Geschichte wahr oder handelt es sich hierbei um eine Lüge? Ihr Jonathan Franks. Was haben wir hier? Was machst du denn da oben, Jonathan Franks? Hey, Jonathan Franks, komm mal da runter. Kann ich mit dir sprechen? Oh ja. Sie sammeln sicher Sterne, oder? Ihnen fehlen nur noch 3 Stück. Woher weiß er das? Naja. Hier in Küstenstädt leben komische Toads. Wenn sie ins Meer wollen, dann müssen sie in die Strudel hineinspringen. Okay. Den Dorfältesten finden sie in seinem Haus. Die Dorfbewohner schätzen ihn sehr. Warum steht er direkt hinter der Kommode oder was es ist? Hinter der Schubladen? Ja, was auch immer. Die drehen sich und drehen sich und drehen sich. Ja, das hast du gut erkannt. Die Pilze, diese ja, Deko-Ornamente, die drehen sich und drehen sich und nichts passiert. Sie dürfen hier nicht rein. Dieses Heim ist geheim. Gehen Sie weiter. Gehen Sie weiter. Hier ist gar nichts drin. Ganz viel gar nichts. Ganz viel gar nichts. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Da geht es wahrscheinlich aus Küstenstädt wieder raus. Aber es muss hier noch irgendwo einen Dorfältesten geben. Den würde ich gerne aufsuchen. Wohnt er hier? Oh ja. Endlich. Hast ja auf dich warten lassen, Kumpelchen. Ich bin der Dorfälteste hier. Der Kaffchef sozusagen. Bin hier der Größte, kapiert? Der Kaffchef. Ich verstehe mich eben auf Karriere. Die richtigen Leute kennen, ihnen gefallen. Sowas kann ich. Glaub's mir. Jedenfalls ist neulich ein Stern hier vom Himmel gefallen. Und zwar drüben ins Meer. Den brauche ich. Haut ab und bringt ihn mir, klar? Okay, warum brauchst du den Stern? Wir brauchen ihn selbst. Kaffchef. Oh, ein Frosch. Hallo. Ich grüße dich. Du bist Mario, stimmt's? Kennst du mich noch? Wir trafen uns bereits am Quappenquell. Da hatte ich noch Schweif und Kiemen. Früher war ich mal weise Quack-Schüler. Doch nun bin ich auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Hier in diesem Ort ist es jetzt so unheimlich still. Was hier wohl los ist? Ach, was geht mich es an? Falls du Froschgroschen dabei hast, hätte ich übrigens Tolles zu verkaufen. Oh ja, gerne. Ein Flüchteglück ermöglicht die Flut auskämpfen. Zeitreise ermöglicht es, den Kampf erneut zu beginnen. Okay, und was gibt's hier? Erfahrungsturbo, verdoppelt Erfahrungspunkte, das ist gut. Dann Münzanhänger, verdoppelt Münzen, klar. Und Blumenring halbiert den Verbrauch von Blumenpunkten, auch ziemlich wertvoll. Ah, der ist aber teuer. Ich hätte gerne den Blumenring und den Erfahrungsturbo. Ich kaufe mir mal den Erfahrungsturbo und gebe das Mario, weil Mario der Einzige ist, der nicht ausgetauscht werden kann. Und ihm mal die doppelten Erfahrungspunkte zu geben, kann, glaube ich, zu Beginn jetzt mal nicht verkehrt sein. Ich kann das ja später noch tauschen, wenn irgendeiner mit den Erfahrungspunkten und somit auch mit dem Level hinterherhinkt. Das macht aber für mich und meine Spielweise, denke ich, am meisten Sinn. So, also ziemlich cooler Ring, den wir da gekauft haben, mit den Froschgroschen. Und hier geht es wohl erstmal nicht weiter. Aber wie schon gesagt, das Halbieren von Blütenpunkt, das ist auch sehr, sehr spannend. Erinnert mich an Paper Mario 1 und 2. Wenn man da die Blütenpunkte gering halten kann, um somit auch sehr oft sehr schnell starke Angriffe einzusetzen, hey, das ist Gold wert. Da sind mir jetzt die Münzen am unwichtigsten. Meer. Ui. Okay. Ist das eine Meeresgrotte? Huiuiui, wo sind wir denn jetzt gelandet? Wer bist du? Schau an, Kundschaft. Ist ja schon länger her, dass sich irgendwer in diesen Tiefen hier runter verirrt hat. Was verkaufst du so? Den üblichen Kram, aber Medium-Pilze habe ich jetzt öfters gebraucht. Das lohnt sich. Ahornsirup ist auch wichtig für die Blütenpunkte. Und den Rest habe ich ehrlich gesagt noch nie verwendet. Wumphandschuhe, Handknarre, Wurfhandschuhe ist was für Bowser. Okay.
Das macht 92 Münzen. Ich habe noch nie Bowser mit Handschuhen gesehen, aber gut. Nicht nur Mario trägt Handschuhe, sondern auch Bowser. So, Latzhosen, Matrosenkleid für die Prinzessin. Sehr schön. Schade, dass man die ganzen Kleidungsstücke nicht optisch sehen kann. Da du was gekauft hast, verrate ich dir etwas. Das Schiffswrack, das hier ganz in der Nähe gesunken ist, wurde nämlich versenkt. Und zwar von einem riesen Kalmar. Ein paar Leutchen haben sich hier aufgemacht, um es zu untersuchen. Sind aber noch nicht zurückgekehrt. Von einem riesen Kalmar. Interessant. Okay, aber wie geht's hier weiter? Meine Lieben, tippt doch mal auf dieses Video. Da seht ihr, wie die Zauberhand auf Mario trifft. Bleibt katztastisch.